Es ist ruhiger geworden in Belarus nach den anhaltenden Protesten gegen die Wiederwahl von Dauermachthaber Alexander Lukaschenko im August 2020 und den Vorwürfen des Wahlbetrugs. In einem Interview mit Euronews rief der belarussische Oppositionelle Pavel Latuschko zu neuen Massenprotesten am 9. Mai, dem Tag des Sieges, auf. Latuschko befindet sich im Exil in Polen. Einerseits ist es ein Signal, um zu zeigen, dass wir nicht aufgeben, dass wir nicht einverstanden sind mit der Wahlfälschung und der Gewalt, die das Regime heute gegen die Belarussen ausübt. Es ist auch ein Signal an die Weltgemeinschaft. Außerdem ist dies eine legale staatliche Veranstaltung. Es ist die einzige Möglichkeit, legal an Massenveranstaltungen in Belarus teilzunehmen. Wir haben keine anderen Möglichkeiten. Latuschko sagt, die derzeitige Verfolgung der Opposition in Belarus sei der schlimmste Terror, den Europa seit 40 Jahren erlebt habe. Er fordert die EU auf, härtere Sanktionen zu verhängen. Zum Beispiel der Ausschluss aus dem SWIFT-Zahlungssystem und andere wirtschaftliche Maßnahmen, die die EU auch gegen Russland eingesetzt hat. Wir sprechen über Repressionen gegen Hunderttausende Belarussen, Millionen von Belarussen. Es gibt Tote, Ermordete, Gefolterte. Und dann sagen sie, dass die Sanktionen gegen 88 Personen und 7 Unternehmen, die keine Bedeutung für die Wirtschaft des Landes haben, Sanktionen sind? Lukaschenko kann darüber nur lachen und nutzt sie natürlich zu Propagandazwecken. Echte wirksame Sanktionen gibt es noch nicht. Lukaschenko hat die wiederholten Forderungen der Opposition nach Verhandlungen über eine neue Wahl unter freien und fairen Bedingungen, ein Ende der Polizeigewalt und die Freilassung politischer Gefangener bisher ignoriert.